Hallo ihr einsamen Evolis, heute mache ich mal wieder ein bisschen Gameplay, weil sich der ein oder andere Zuschauer, der nicht wegen Pokémon hier ist, vielleicht ein bisschen gewundert hat, warum, was man hier überhaupt spielen kann, weil ich habe ja in den letzten Videos immer nur Päckchen aufgemacht oder Boxen oder so. Deswegen heute ein bisschen Gameplay und zwar mit Agolord, also Agoyon und Ago King müsste man ihn nennen, im Deutschen Naglord vielleicht auf Englisch. Also mit diesem Pokémon als Hauptangreifer, mit Kuplosio, der Feuerwerksbombe und mit Marshadow, nein, nicht als Angreifer. Und die anderen auch nicht als Angreifer. Der Spielplan ist hier, Gameplan, oh Gott, ist, dass man den Traunmagil die geheimnisvolle Botschaft nutzt, also in den ersten beiden Runden, möglicherweise schon nur in der ersten Runde, alle Karten spielt, wie man spielen kann, ja, und dann halt diese Fähigkeit nutzt, wieder Karten zieht, bis man 7 Karten hat und der Gegner nimmt eine Preiskarte und der nimmt 2 Preiskarten und wenn er 2 Preiskarten genommen hat, dann kann man den Beastring einsetzen. Das geht nämlich nur, wenn der Gegner genau 3 oder 4 Preiskarten hat und damit packt man sich dann die Energien an sein Pokémon, was angreifen soll. Und was wir noch brauchen, ist Bildanalyse, jetzt dreimal drin. Der zieht uns halt die entsprechenden Trainer, die wir dafür brauchen. Wir brauchen geheimnisvolle Schätze, wir brauchen den Finsterschein zum Entwickeln dieser beiden hier, damit es zusammenpasst. Ein Reset-Stamp ist immer gut, ja, gerade wenn der Gegner eben nur noch durch unser Zutun in der ersten Runde nur noch 3 Karten hat, 3 Preiskarten, gleich ein Reset-Stamp, also den Reset-Stempel hinterher. Wir haben ein Bestellpad, um ein paar Sachen zu finden. Wir haben einen Superfänger, wir haben Teamruf und so weiter. Das kennt man schon. Cynthia und Cattleya, um Bildanalyse zurückzuholen. Einerseits, andererseits, um aus einer schlechten Situation vielleicht noch 3 Karten zu ziehen. Mao und Tracy natürlich zum Heilen und als Switch-Ersatz. Das kann natürlich auch sein, weil der Plan ist, wenn man ein Tag-Team als Gegner hat, mit Bestienbringer, und das muss dann der erste Angriff sein auf ein Tag-Team, was normalerweise 3 Preiskarten nimmt, mit Bestienbringer angelegt 4 Preiskarten nehmen und dann die GX-Attacke nutzen, für die man 2 Preiskarten nimmt und dann hat man gewonnen. In einer, sagen wir mal, vierten Runde, so im vierten Zug. Das wäre ideal. Alles andere, da braucht man dann ein bisschen Geduld. Also ich habe neulich, mehr will ich dazu jetzt gar nicht erzählen und was neulich war, ist auch egal. Ich muss jetzt ein paar Runden spielen und gucken, ob da was Schönes für uns dabei ist. So, Drachen, Psycho hat er auf seiner Box. Ich weiß noch nicht genau, was uns hier erwartet. Könnte genau das Gleiche sein. Könnte ein Mirror sein, ich weiß es nicht. Wir müssen mit ihm im Aktiven starten, aber das ist nicht schlimm. Ich finde, das ist okay. Wenn wir dann die boshafte, nee, wie heißt es, wie auch immer, die Fähigkeit nutzen, ist er sowieso weg. Ja, okay, es ist ein Mirror-Match. Wir haben echt schlechte Karten gezogen, muss ich dazu sagen. Wäre überhaupt nichts. Die Hand ist tot. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen können. Wenn er einen besseren Start hat, macht er uns fertig. Er hat einen Teamruf, er zieht seine Pokémon, er wird Energien anlegen, er wird mich zurücksetzen, aber das bedeutet für mich, dass ich mit meinem Bestienbringer auf sein Ago King Naglord, finde ich, glaube ich, dann besser, keinen Extrapreis nehmen kann. Ich glaube, das wird nichts. Mal gucken, ob er antwortet. Naja, er sagt schönes Tag. Ach, mit so einem schlechten ersten Zug. Aber ich meine, er hat jetzt 7 Preiskarten, aber er spielt weiter, logisch. Ja. Ich meine, er muss vielleicht ein bisschen überlegen, was er weglegt, aber er kriegt es schon hin, glaube ich. Ne. Er hat vielleicht noch eine Energie, die er anlegen kann und dann lohnt sich auch, die geheimnisvolle Botschaft einzusetzen, dass er wenigstens noch ein paar Karten zieht. Da ist es schon. Oh Mann. Schwierig, schwierig. Ich weiß nicht genau, was wir hier
erstmal hier draus machen. Finsterstein ist gut, das hilft mir. Ich meine, er kann schon angreifen in seinem ersten Zug. Ne? Er spielt auch Major Bob, Lieutenant Surge, ne? Also welcher militärische Rang da auch besser ist. Ich glaube, im Deutschen schneidet er ein bisschen besser ab. Auf jeden Fall ist er eine Besoldungsstufe weiter oben oder zwei. Cynthia und Atlea, er holt sich irgendwas zurück. Jetzt habe ich nicht gesehen, oder zieht er nur? Nicht aufgepasst. Er hätte sich damit Bobs Strategie zurückholen können. War noch ein anderer Trainer da. Was macht er? Er sucht Energien. Ach, er hat die Energieaufbereitung abgelegt. Okay. Noch einen davon. Es ist für ihn gut, auf 3 runterzugehen. Also wenn ich auf 3 Preiskarten runtergehe. Grundsätzlich ist es egal für ihn, ob er 4 oder 3, es sei denn, er findet seinen Bestienbringer nicht, hat ihn in den Preisen oder so. Aber das ist so ärgerlich, weil wir die Energien auch nicht loswerden kann. Er kann halt ihn spielen. So ist vollkommen egal, aber ich habe halt 7 Karten, ich ziehe halt nicht. Ich muss jetzt hier eine Energie anlegen in den Ablagestapel. Wir würden die zurückbekommen. Switch. Bestienbringer. Den kriege ich nicht zurück. Ich muss so machen. Das hilft mir überhaupt nicht. Es hilft mir leider überhaupt nicht. Tja. Super schlechter Start. So, nächste Runde sieht vielleicht schon viel, viel besser aus. Mal sehen. Ich habe den Münzwurf gewonnen. Okay, er macht auch mal Zahl. Kopf oder Zahl? Zahl. Ja, Zahl, genau. Ich möchte auch Zahl haben. Ja, sieht schon fast gut aus. Kommt drauf an. Was ich noch ziehe. Was ist denn, wenn ich nur ein Pokémon habe und es kampfunfähig wird? Dann habe ich wahrscheinlich verloren. Ne? Aber ich habe jetzt zum Glück noch eins gefunden. Okay, dann machen wir den Finsterstein. Wir ziehen uns wieder das raus. Wir legen das hier drauf. Wir sollten den geheimnisvollen Schatz auch weglegen. Für eine Energie ist, glaube ich, okay. Wir wissen noch nicht, was der spielt, oder? Ja, irgendwelche Pflanzen. Mal gucken, wir haben Deckholz drin, wir haben Superfänger drin, die Energie drin. Wir haben wenig Energien, 5 nur. Und ich habe noch eine weggelegt. Habe ich die Energieaufbereitung drin? Ja, okay, das ist drin. Wir holen uns den. Und ja, das ist schön. Also wir haben 3 Karten, wir ziehen 4. Das ist gut. Ne? Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Es war jetzt kein weiterer Finsterstein dabei. Wir können daher... Ich will den Koplosio noch nicht weglegen. Aber ich sag mal, er hat vielleicht ein Tag-Team, deswegen lege ich ihn weg. Es ist nicht so, dass wir da 3 brauchen. Und wir holen uns den für die nächste Runde. Und machen nichts weiter. Doch, wir legen Energie an. Und ja, gucken mal, was er in seinem ersten Zug macht. Er hat 2 Myraplas. Ah, das ist auch einer. Eine Pokémon-Kommunikation. Was legt er weg? Er legt
Leaflore weg. Also viel Heilung. Baruts und Alola Kokowai 270. Das ist okay. Aber ich vermute, er kann sehr viel heilen. Es ist nicht nur Maho und Lana, Maho und Tracy, die da. Wie heißt sie eigentlich? Vermischte so. Heilt nicht nur 120. Ansonsten, ich mache halt 180 Schaden, er heilt 120, es bleiben 60. Ich mache mit dem nächsten Angriff 210. Und schon sind wir bei 270. Das ist so die Mathematik, deswegen geht es mit 270 immer ganz gut auf. Müssen wir gucken, wenn wir das machen. Und ich soll ich eine Energie anlegen? Das ist halt so, dann brauchen wir den B-String nicht, den wir gleich nutzen können. Ich lege mal ein Koplosio auf die Bank, dann können wir eine Feuerwerksbombe machen. Falls wir es brauchen. Wir holen ihn auch ins Aktive. Spielen den Bestienring. Was ist dran? Ich hatte Psycho. Also, wir haben nur noch eine Dark Energy. Von daher stellt sich die Frage eigentlich nicht. Reset Stamp lohnt sich nicht. Na, er hat noch drei. Wollen wir hier Energien? Zwei Psycho-Energien hier? Es ist zu früh. Ich glaube, es ist zu früh, aber wir können von Hand. Na, von Hand anlegen will ich auch nicht. Ja, wir machen einfach mal einen Angriff. Und wir gucken, ob wir in der nächsten Runde noch irgendwas Sinnvolles ziehen. Wir hätten Feuerwerksbombe schon einsetzen können. Myrapla hat 60, ne? Das heißt, wir kriegen zwei Preiskarten. Er heilt hier 60, allein durch den Lebenswald. Nochmal 30 sind 90. Wenn er die jetzt entwickelt, ich glaube, die Entwicklung von den beiden, die hat dann auch irgendwelche Heilen. 20, glaube ich. Also 2 mal 20, 40 sind wir bei 130 geheilt. Ne? Das ist 1 zu viel, um den Spielzug so durchzusetzen. Mal gucken, ob er damit durchkommt, ob er alles findet. Ja, das meine ich. Das ist du, Flo, ne? Unwiderstehlicher Duft. Achso, er muss noch würfeln? Oder was ist das? Ah. Ah, okay. Nee, das ist dann was anderes. Ich dachte, er hätte die auch heilen können als Fähigkeit. Oder ist dann erst Stufe 2? Okay, also wenn wir ein Bestien Bringer brauchen, dann jetzt. Wir brauchen ihn jetzt und wir brauchen die Biest-Energie. Bestienring. Wir haben eh nur noch den. Ein Miss Magius wäre noch, also der Traunmagie wäre doch noch ganz gut gewesen, ne? Oh Mann. Es reicht nicht. Ich lege an. Dass ich keine Energien habe, weiß er auch, wenn ich über einen Bestienring nur eine anlege. Also er weiß, dass ich es nicht habe. Ich habe auch keine Team-Tech-Switches drin. Tja, mir bleibt wieder nur das. Er hat ja nicht so viel geheilt. Er hat es ja nicht geheilt. Deswegen ist natürlich mit 90 Schaden und 180 wunderbar. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er 120 geheilt hat. Aber er hat ja nur 90 geheilt. Also alles gut. Es fehlte uns nur der Bestienbringer. Ne? Den haben wir halt nicht gefunden. Deswegen haben wir nur drei Preiskarten genommen, anstatt vier nehmen.
Wie viel haben die? Die haben 240. Und der heilt 30. 3 mal 90. Lebenswald ist auch einmal 60 pro Runde. Es ist halt viel, ne? Wir müssen eigentlich mit dem Supercatcher einen Giflor wegkriegen. Schwäche Wächterenergie, naja, okay. Das ist ganz nett, aber das brauchen wir jetzt diese Runde nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Aber was brauchen wir? Wir brauchen eine Energiewiederverwertung, glaube ich. Oder wir haben. Superfänger. Wäre auch nicht schlecht. Man weiß ja nie. Den Reset-Stempel spiele ich mal. Oder wir hätten halt die Geschichte nochmal mit einem Miss Magis machen können, aber. Traumagil. Weiß halt nicht, ob er so viel Schaden macht, dass er mich mit einem Hubs hier wirklich wegmacht. Tja, er kann. Ich meine, er heilt alles, ne? Das. Kriegen wir nicht hin. Wird den auch zurückziehen, glaube ich. Was hat denn der für Rückzugskosten? 2. Er muss halt einen Tausch haben, ne? 2 Karten, ihn und ihn. Er muss Energien anlegen. Hat 80, was habe ich gerechnet? 130 heilt er. Plus 180 sind halt plus 210, wir brauchen die Bestienenergie. Ja, er hat einen Tausch, klar. Das bräuchten jetzt noch einen Superfänger. Teamruf kommt mir gerade recht. Es sind ja aber nicht zweimal. Wollen wir. Wieso kann ich ihn nicht spielen? Ach so, wenn ich mehr verbleibende Preiskarten als der Gegner habe. Oh. Ja, na gut. Dann kann er, glaube ich, weg. Wir können natürlich auch jetzt die GX-Attacke nutzen und zwei Preise nehmen. Die wir brauchen. Also die Energie Traunmagie und mit dem Koplosio. Jetzt habe ich aber den Bestienring weggeschmissen. Na. 2, wir haben auf jeden Fall noch einen. Ein Rückzug, Koplosio aktiv. Gegner hat 4 Preiskarten.
Also, okay, reicht nicht. Wenn der Gegner genau 3 von meinem Pfeilskan hat. Also müssen wir ihn. Ja, da fehlt einiges, um das hinzukriegen. So. Bisschen Energie macht 210. Also es reicht nicht. Das hätten wir eine Runde eher gebraucht. Die würde uns hier jetzt auch nicht helfen. Kann weg. Ich gucke, was wir noch haben. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Die Frage, ob wir es ziehen. Major Bob brauchen wir nicht. Ja, ein Bestellpad. Geheimnisvoller Schatz. Einmal Ma und Tracy weg. Finsterstein gespielt. Ungestümer Appetit. Wir essen den Traunmagier auf, heilen 60. Ich weiß nicht, ob das vielleicht. Anders besser gewesen wäre. Uns fehlt leider der ein ach so, Bestienring hilft uns auch nicht, ne? Wie viel Energie haben wir jetzt hier drin? Einer. Energiewiederaufbereitung brauchen wir. Muss wieder 2 ablegen. Den Reset-Stempel brauchen wir nicht mehr. Den Finsterstein brauchen wir nicht mehr. Und machen wir einen Rückzug und greifen mit ihm an? Ich glaube ja. Ich halte das für etwas sicherer. Solange er ihn nicht entwickelt. Könnte das was werden? Wir brauchen die Energieaufbereitung, nehmen uns die in die Hand, legen die an, tauschen und nehmen uns einen Preis. Oh, das ist schwieriger, schwieriger als gedacht. Also komplizierter als gedacht. Er möchte, was ist das für eine Fähigkeit? Er will eine Münze werfen und mir dann. Oh, 30 und 180 sind. 210 wieder nur. Bestienbringer fehlt nach wie vor. Ja, die beste Bestienenergie. Schade. Sind ja und kann Claire. Ja. Doch, ich kann ja Major Bob nicht spielen, von daher. Egal. Da haben wir die Aufbereitung.
Gegner hat drei Preiskarten. 1, 2, 3, 4, 5. Also schwieriger als gedacht tatsächlich, ne? Und gegen seine Heilung ist halt schwer anzukommen. Ja, er darf eine Preiskarte nehmen, aber kann sich nicht entscheiden. Doch, er hat eine gefunden, sehr gut. Es ist auch kein Reset-Stempel dabei. Ja, das ist so, da, ich kriege überhaupt nichts, was ich brauche. Tja. Eine Runde, also super viele Karten gespielt und am Ende nichts hinbekommen. Das heißt. Na, mach. Ja, oh Gott. Ja, wir können irgendwie drei Karten ziehen, das ist alles. Ich lege wieder Major Bob weg. Ah, okay. Ja, anlegen Order Pad für einen Düsterstein, Finsterstein. Okay, wir haben zwei davon. Einer ist in Preisen. Wir ziehen Kuplose nicht auf die Bank legen. Aber vielleicht müssen wir das. Um in der nächsten Runde besser zu ziehen. Ich kriege jetzt hier erstmal nicht mehr hin, leider. Ja, ein schlechter erster Zug gewesen. Mal gucken, ob es bei ihm besser läuft. Ah, es ist was anderes. Giratina. Latias und Latios. Ein ADP-Deck. Okay, hätte ich jetzt nicht vermutet. Obwohl, bei Drachen schon, ja. Ich habe in der Kombination auch noch nicht gesehen. Luftstaffel GX heißt, ich kann dass ich keine GX-Attacken mehr machen kann. Oder ist es nur alle Effekte von Attacken verhindern? Bin gespannt, wie er das einsetzt. Gar nicht so einfach. Also Major Bob, ich glaube, wir müssen mehrere Sachen machen. Wir dürfen uns einen zurückholen, wenn wir zum Beispiel Kopflose ablegen. Ich glaube, dass wir den nicht brauchen. Wir ziehen drei. Uns fehlt halt der Traunfugier, ja, um seine Preiskarten noch ein bisschen runterzubringen. Ich glaube, wir können mal davon einspielen, wenn wir genug haben. Ansonsten sieht es schlecht aus. Ich werde Energie anlegen. Oh. Ja, es tut weh. Eigentlich will ich es nicht. Eigentlich will ich Beastring benutzen. Aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Und vielleicht ziehe ich im nächsten Zug noch eine Psychoenergie. Tja,
Das war's. Mehr mache ich in dem Zug nicht. So, kann er entwickeln, ne? Calamanero kann sich seine Wasserenergie oder Metallenergie, was er da braucht, noch holen. Er hat, glaube ich, eine Metallenergie dran, ja. Fluchtmord hier, weil er bis einen Rückzug hat. Das ist so. Ja, weiß ich nicht, wofür der da ist. Der packt eine Psychoenergie an. Okay, ja, logisch. Also, wahrscheinlich hat er gar keinen anderen. Da wird seine GX-Attacke machen, klar. Und wir dürfen das hier spielen. Das und das haben wir ein bisschen. Ja, wir haben. Den Marshadow weg. Der letzte Traumagil, den wir haben. Wir ziehen zwei. Ich weiß nicht, ob ich Latios nach vorne bringen will. Ich würde lieber noch drei Karten ziehen. Es ist halt immer nur Schrott. Das, was man wirklich braucht, ist halt nicht dabei. Macht das einen Unterschied? Ich glaube nicht. Holen. Ich hätte vorher noch mal gucken sollen, was ich angelegt habe. Diese Flüchtigkeitsfehler, die treiben mich in den Wahnsinn. Oh Mann. Und wir hätten, glaube ich, hier angreifen sollen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, sich in der nächsten Runde mit Bildsanalyse wieder einen Crab zu holen und den nächsten Superfänger, um ihn wieder nach vorne zu holen. Oder den nicht heilen kann. Rückzug. Aber es ist gut, wir haben einen Superfänger. Das Problem ist, dass er möglicherweise seinen Schaden macht, er denn 240. Aber er hat die Energien dafür nicht dran. Ich kann nicht angreifen.
Was ist das denn? Gehen erstmal auf die Bank. Wir spielen Superfänger für ihn, den Finsterstein, den wir nicht mehr brauchen. Bilz. Bistring. Ich gucke jetzt diesmal, ob Energien drin sind. Nein. Was brauchen wir? Den Schatz nicht, Major Bob. Hier den Bestienbringer. Wir holen uns die zwei Energien, die noch da sind. Hier dran. Und es sieht gut aus. Wir haben hier einen Knockout für 4 Preiskarten. Und das ist halt genau der Plan, den ich immer verfolge. Ja, so wie es eigentlich funktionieren soll, das Deck. Und dann halt die GX-Attacke im nächsten Zug. Und die kriegen wir auch hin, weil wir uns mit Bildsanalyse die Energiewiederverwertung holen können. Wir machen also hier einen Rückzug, wenn ihr überlebt. Das ist auch eine andere, ne? Er denkt, wir schalten ihn aus, aber das ist diese freie Sicht GX oder so. Aber nicht von ihm, sondern von nur Latios GX. Na, das irgendwie die GX-Attacken verhindert, also meine. Und das müsst ihr eigentlich spielen, um noch eine Chance zu haben. Ja, keine Chance. Also, das wäre jetzt der Plan gewesen. Diesmal ein Rückzug. Dadurch schneidet Energie im Ablagestapel. Wir holen uns die Energie wiederverwertet und haben die Energie auf der Hand. Können die anlegen an so unseren aktiven Agoyon Schlinking. Und der setzt dann seine GX-Attacke ein, für die wir 2 Preiskarten nehmen. So soll es aussehen. Und so funktioniert es häufig ganz gut, aber eben häufig genug auch nicht. Ich habe jetzt 3-mal gewonnen, 3-mal verloren, glaube ich. Vielleicht sogar 4-mal verloren. Aber es macht trotzdem Spaß, man muss ein bisschen überlegen, gerade eben, wenn es nicht so einfach ist wie hier gerade im letzten Gefecht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es irgendwas mit Pokémon gibt. Bis dann, ciao.